Innenminister droht Demonstranten. Iranische Medien berichteten von Protesten auch in Kaschan, Erg, Ahvaz, Sanzschen, Bandar Abbas und Kerman. Die regierungskritischen Proteste im Iran weiten sich aus. Bei Zusammenstößen sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Die halbstaatliche Nachrichtenagentur Mehr spricht von 2 Toten, der Nachrichtensender CNN gibt die Zahl der Todesopfer mit 5 an. Nach Angaben des Gouverneursamts der Provinz Lorestan im Westiran soll aber die iranische Polizei an dem Vorfall nicht beteiligt gewesen sein. Vielmehr gebe es Hinweise auf eine Beteiligung der Terrormiliz Islamischer Staat, behauptete der Sicherheitschef im Gouverneursamt, Habibullah Khodjashte, laut iranischen Medien. Vom Tod der 2 Demonstranten in Durrut war schon am Samstagabend in sozialen Netzwerken berichtet worden. Er wurde am Sonntag vom Webportal des Staatsfernsehens bestätigt. In diesem Standbild eines Videos soll zu sehen sein, wie ein verletzter Demonstrant in Durrut weggetragen wird. Quelle: Reuters. Angesichts der Proteste im Land haben die iranischen Behörden in der Nacht zum Sonntag offenbar das Internet teilweise blockiert. In der Hauptstadt Teheran hatte Mobiltelefone keine Internetverbindung mehr, wie Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Für Millionen Iraner sind Smartphones der wichtigste Internetzugang. Der iranische Innenminister hat unterdessen ein entschiedenes Vorgehen gegen die Demonstranten angekündigt. Wer die Ordnung stört und gegen das Gesetz verstößt, muss sich dafür verantworten und wird dafür bezahlen, sagte Innenminister Abdulrahman Rahmani Fasli am Sonntag im Staatsfernsehen. Der Staat werde gegen die Verbreitung von Gewalt, Angst und Terror vorgehen. Die Proteste im Iran richten sich gegen hohe Preise für Grundnahrungsmittel und begannen am Donnerstag. Sie haben sich mittlerweile auf mehrere Städte ausgebreitet und erheben auch politische Forderungen. Es gab Dutzende Festnahmen. Quellen: Minus deutsche Presseagentur AFP, Reuters, CNN. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion.